Meine lieben Kinder, ich erzähle euch jetzt das Märchen vom Prinzen in Hölleland. Vater, ich will den Müllersburschen heiraten. Den liebe ich. Einen Burschen? Da flohen der Prinz und der Müllersbursche hinein in den dunklen Wald des Zauberreiches Hölleland. Und sie lebten glücklich und zufrieden. Und Politik interessiert nicht mehr, oder was? Katholische Hirnwichserei und deine Verklemmtheit dazu, ja? Lüg mich doch nicht an, ey, Alter. Hi, Stefan. Du auch? Ja. Hast du mal eine Macke? Ja, glotz nicht so blöd. Das Sozialamt hat heute geschlossen. Schmeiß den raus! Wollen wir mal was Konstruktives machen? Du kickst dich aus allem selber raus und ich krieg nichts mehr von dir mit. Da ist immer mehr Luft zwischen uns und ich kann nur noch spekulieren, was junkmäßig bei dir abläuft, ey. Hast du eine Ahnung, was ein Junkie fühlt, wenn er auf Entzug? Ihm ist kalt und er zittert, weil er innerlich erfriert. Weißt du, was er dagegen macht, hä? Ich nehme für die Denunzianten so. Für deine kleinen Arschficker lassen wir auch was da. Ich will doch auf seine Art nur sagen, dass er dich liebt, Mensch. Der Prinz, der blutet. Verschimmeln! Will mich jemand ficken? Aber nur für ein Bier.